Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem lieben Marc und dem Daniel auf der alten Map unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr aufregende Runde, in der ich ganz schön geschwitzt habe. Warum und weshalb, müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Jetzt habe ich gerade angefangen, die Runde zu schneiden und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, wir haben davor eine Runde gespielt, wo wir extrem starke Gegner hatten. Das waren drei sehr, sehr hohe Sechser in einem 5,5-Match-MMR. Und die sind mit den Aftos auf uns zugelaufen und haben uns absolut weggeschnetzelt. Wir hatten überhaupt keine Chance. Und mir ist vor 3 oder 4 Tagen aufgefallen, dass das Matchmaking anders ist. Das heißt, jetzt als 4,5-Sterner Team-MMR wirst du gegen 5 und 5,5-Sterne gematcht, weil vielleicht weiter oben die Leute nicht genug Gegner haben, deswegen haben sie das vielleicht geändert. Ist aber total blöd, weil ich habe das letztens in einem Outro schon mal gesagt, dass vielleicht Spielspaß und alles wegnimmt, weil ab 5 Sterne spielen die Leute doch schon ganz anders. Und das müsst ihr wissen, weil so fangen wir nämlich jetzt die Runde an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein. Das hat auf einmal angefangen, wo Tina, Sonja und ich gespielt haben. Da dachte ich mir, hey, Moment mal, das kann nicht sein. Und dann haben wir abends noch gespielt und dann war genau dasselbe. Dann wusste ich, okay, die haben was geändert. Was ist denn nicht klar, dass so, York, eine Menge Spielspaß drauf? Ja, ich habe in meinem gestrigen Video im Outro gesagt, dass es tatsächlich für einige, die halt normalerweise entspannt spielen wollen im 4,5er-Bereich, ein Ausschlusskriterium für das Spiel sein könnte. Ja. Dass die Leute einfach keinen Bock mehr auf das Spiel dann haben. Wenn du nur aufs Maul kriegst, also da musst du schon sehr resistent sein. Das Ding ist, im oberen Bereich spielen halt nur die Schwitzer. Das sind die, die entweder mit Aftos pushen wie die Irren, oder halt irgendwo in den Büschen sitzen und snipern. Warte. Ich brauche nochmal. Ja, ich brauche Heilung. Ja, ich hatte leider einen Schlagring in der Hand anstatt das Messer. Was haben sie geändert? Alles, dass du sein. Jetzt als 4,5 ja. Sterne gegen 5 und 5,5 Sterne immer gematcht wirst. Was okay ist halt, du kannst dich halt anpassen, ne? Aber. Ach komm. Ist halt doof, dass sie das machen, ohne irgendwas zu sagen. Und wie gesagt, es kann mir nicht einer erzählen, dass es bei den vielen Spielern jetzt kein anderes Team gegeben hätte, was gerade eine Lobby sucht, was 4,5 Sterne hat. Niemals. Ja, ist so. Das würde halt auch alles nicht passieren, wenn Crytek einfach mal ihre 6 Sterne komplett ausreizen würde. Ne? Und nicht, dass du, wenn du Level 11 bist, gleich 3 Sterne bist, was halt auch absolut lächerlich ist. Ja. Du kommst aus dem Welpenschutz raus und du bist gleich 3 Sterne. Ja, ist so. Der Manu, der ist 15 Mal gestorben, hat keinen einzigen Kill gemacht und ist auf 3 Sterne. Ja. Alter, ich wieder Raben. Sag mal, kann es vielleicht auch sein, dass die Rabenhäufigkeit einfach im kompletten Bossgebiet dann erhöht ist, wenn man den Scrappy hat oder nur am Compound? Ja, Scrappy. Nicht Bossgebiet generell? Nee. Weil irgendwie hatte ich schon mal öfter mal das Gefühl, dass da dann auch mehr Raben. Ich komme hier nicht ran an den Clou. Ja, ich schon. Stillwater? Mhm. Ja, das stimmt, Mysterion. Das merkt man sofort. Von 4,5 auf 5 ist schon ein großer Sprung. Team MMR. Ist halt teilweise ganz, ganz andere Spielweise. Also nicht immer, aber teilweise. Ja.
Oh ne, nicht der Compound. Oh Mann. Oh. Und der schlimmste auf allen drei Maps. Weiß? Weil. Ja. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Da war ein riesen Schneeball oder sowas. Soll ich schon mal Scapa Lake gucken, wo der zweite Boss ist? Ja. Warte. Ich möchte mit der Afto die Bounty nicht aufnehmen. Okay, ich nehme die Bounty auf, scheiße. Lockerbay! Mhm. Brauchen wir es nicht umgucken. Doch! Ja, brauchen wir? Ich guck was. Okay, guck du. Nix. Sag ich doch. Ja, aber. Hier ist noch ein Versorgungswagen. Brauche ich nicht. Ach doch, ich hab ne Giftspritze. Können wir was anderes draus machen? Daniel, guckst du mal? Brauchst du nicht gucken? Okay. Afto, oh, Afto, Afto! Hab den Nippels hier. Wo sind die Hive? Ich weiß gar nicht, wohin. Oh, wie, wohin? Wo ich hinlaufen soll? Sind die von außen, oder was? Ja, Richtung Lockerbay. Die Heilung drin. Keine Ahnung, ich hab nichts gesehen. Hier oben ist einmal Muni. Ich guck mal. Ja, ich sehe keinen, die sind zu weit weg. Dafür haben sie gut getroffen, ey. Hier ist keine Ahnung. Einer hat mit der Afto aus 400 Metern geschossen. Und ja. Einer hatte eine Krack. Hier ist Heilung. Ah! Was? Daniel, willst du mal gucken? Ja. Ja, jetzt sind sie schon closer. Wo? Auf 165, drei Leute mit Range. 165, ist das Richtung Lockbay? Weil ich bin ja ganz woanders. Nee, ist nicht nee, Richtung Lockbay. Das ist direkt neben uns. Daniel, lass hier rübergehen. Die Hive muss weg. Ich vermute tatsächlich, dass das die einzigen noch sind und dass hier im Bossgebäude gar keiner drin ist. Ich glaube, die Bounty nicht aufgenommen wird. No. Hier ist Gleitgel, wenn jemand braucht. Oh. Oder doch nicht. Der Obstmann. Mama, der Mann mit dem Obst ist da. Hier ist Säckchen. Was? Bike. Komm. Ja, ich spiele mit Tina und Sonja nochmal. Wir müssen ja Titel verteidigen. Admiral Fujitora. Wir sind ja die Gewinner vom letzten Turnier. Ich gucke also mal. Einer läuft hier bei mir rum. Mindestens. Ja, die sind alle drei Richtung Südwesten. Also vor uns, zwischen Lockbay und uns sind die. Ja, nee. Oh Mann. Ich bin tot. Noch nicht. Aber jetzt. Nee. Auch nicht. Doch. Ja, ich wollte mal raus mit der Bounty. Komm, wir gehen raus, wir gehen Catfish. Ja. Ne, wir machen die weg.
So sind sie, der Einzelkinder. Der eine liegt jetzt heulend im Gras da hinten und der andere schmiedet Pläne rauszugehen. Die haben halt zu zweit auf mich geschossen. Ja, kannst nichts machen. Die Frage ist, was machen wir? Wir kommen halt nicht ran, ne? Nö. Vorne steht einer am Zaun, Daniel. Ich mag das Gebäude hier nicht, ne? Dann lass rüber gehen. Nee, machen wir nicht. Jetzt aber schnell. Lass dich erschießen, Jan, dann können wir noch eine schöne Abschlussrunde machen. Ich bin sackenlow, ne? Komm hier rüber. Daniel! Ja, was? Was machst du denn? Rechts, Jan! Ja. Halt nur rumgegammelt und auf uns gewartet. Hör mal, könnt ihr bitte weitergehen? Kannst mich heben, ja, ich lieg safe. Eieiei. Es fällt aber auch keiner mal. Kiste, die du gelegt hast. Mhm. Wow. Wow. Da liegt eine Sparks-Hörreserve. Mhm. Da, guck die Waffe durch. Wo? Unten. Da. Nice. Schön. Leer.
Stimmt, du hast kein Moment mehr. Ich muss los. Rechts ist eine Munikiste, wenn du reingehst. Der hat ja deine. Oh, warte. Ach, der hat nichts mehr drin. Jan, rein. An der Treppe ist eine Munikiste. Also du kannst abhauen für Muni? Nee. Wow. Der hat einen HP, oder? Hm. Ja. Noch zwei Schuss, die du nachladen. Kugelfänger ist egal. Scheiße. Du hast den. Du hast nice. Ihn. Heilung? Hast du noch? Ja, ja, warte. Das hab keine mehr, hab keine mehr. Loote ihn! Warte! Holy moly! Oh, Alter. Das war mit das Beste, was ich jemals von dir gesehen Sehr habe. Sehr schön, richtig stark. Nee. Ohne Scheiß. So, jetzt looten, Heilung, Daniel aufheben, zack, zack. Gib gleich Essen. Jan hat schon gegessen. Sehr stark gespielt, richtig gut. Ach, jupp, jupp. Danke. Ja, war sowas von. Oh. Ui, 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 ui. Oh, was hab ich denn in der Hand? Das hatte ich nicht mitgebracht. Weg der hier. Oh, mein Herz pumpt wie Sau, ne? Das glaube ich. Oh. Kubi, dankeschön für 1049 Bits. Vielen, Jan, vielen, du die vielen, vielen Dank. Ich hab eine genommen. Ja, Rainer, da hast du recht. Rainer hat geschrieben, gut, dass du nicht auf Marco gehört hast mit dem umbringen lassen. Ja. Ich konnte den nicht looten hier. Der war halt so naja. Einsichtig. Ich stehe hier seit 10 Minuten mitten im Wohnzimmer mit dem Handy in der Hand. Meine Frau fragt, was mit mir los ist. Sehr geil. Der letzte war auch ein bisschen doof jetzt, oder? Der hat, also nicht gehört, dass ich, der hat nicht gehört, dass ich rangekommen bin. Naja, aber da checkt man vorher die Lage, bevor man das macht, was er getan hat. Ja gut, er dachte, er steht safe da, könnte weil... Könnte man mich vielleicht mal aufheben? Entschuldigung. Jan, wollen wir raus? Ja. er dachte, er steht safe da, weil ich da keine Einsicht hatte, weißt du? Ja. Die andere Bounty liegt ja noch bei Lockebay drin, ne? Mhm. Boah, war das geil. War das Sorry. Schön.
Braucht tatsächlich kleine Herztablette. Also ich war so angespannt. Das glaube ich. Oh, gut, dass du gesagt hast, dass die Waffe da rausguckt. Da siehst du mal, dass das Backseat Gaming doch manchmal gut ist, wie ich letztens im Video gesagt habe. Manchmal muss man einfach was sagen. Ne, sowas wie das jetzt mit der Waffe. Kenne Leute, denen würde das nicht gefallen. Mit dem Backseat Gaming. Ja, kenne ich auch. Hier liegt ein Toter. Ja, man lootet mal. Ist, nee, ich ja, hab, hier auch. Hab hier kein auch. Geier. Ah, nee, kann der nicht mehr looten. Ich hab. Hab ich zwei Bounties ja, ne? Ja. Weißt du, die sind ausgelootet, oder was? Mhm. Ja, wollen wir mal hier Blendchen? Ja. Wollen wir einen drauf trinken auf diese Runde? Jan, ich muss den ersten Schluck nehmen. Ja, ich hab auch was. Okay, Prost. Prost. Yes. Oh. Oh nein! Und waren tatsächlich nur in Anführungsstrichen 3-5er. Aber es war ein 5-Sterne-Team. Ja. 1,49 KD, 1,86 und 1,30. Hm. Ja, du merkst es schon im Fünferbereich, dass die halt wallbangen wie Sau. Das machen die 4,5er lustigerweise nicht. Warum? Ja. Keine Ahnung, aber es ist ganz komisch. Das ist wirklich was, deswegen meistens frage ich dann immer, wenn die so wallbangen, sind wir wieder 5 Sterne? Ja, du merkst es sofort. Ja, was für eine Runde. Ich war fix und fertig. Das ist gestern im Stream passiert und ich dachte mir, weil ja heute der Freaky Friday ist, ich schneide die Runde noch schnell, da muss ich nämlich keine Kills von jemand anderen reinschneiden, denn Marc und Daniel haben sich ausgeruht. Manchmal ist Backseat Gaming ganz geil, muss ich sagen. Wir hatten letztens schon mal so eine Diskussion, da haben viele gesagt, das geht überhaupt nicht und so weiter. Und ich habe auch einem größeren Streamer zugeguckt und der hat auch rumgemeckert, dass Backseat Gaming überhaupt gar nicht geht, egal, gar nichts sagen ist am besten. Aber in solchen Fällen, ich habe da die Waffe nicht durch die Wand gucken sehen. Du bist da halt so angespannt und so konzentriert, dann siehst du solche Kleinigkeiten vielleicht gar nicht. Und da ist es gut, wenn du jemanden im Team hast, der dir dann sagt, guck mal, da guckt eine Waffe durch die Wand und dann habe ich den ja auch geholt damit. Das ist schon sehr, sehr gut. Es gibt andere Situationen, wo man dann vielleicht nervt oder sagt, ja, jetzt sei doch mal ruhig, aber also ich finde Backseat Gaming gar nicht schlimm. Manchmal muss es eben sein. Klar, nervt das mal, aber wenn du die richtigen Mates dabei hast, dann gibt es nichts Besseres. Ja, schade, dass ich meine Uhr nicht anhatte, dass ich meinen Puls mal messen konnte, weil der war garantiert bei 150. Ich war da nachher so fix und fertig. Ich habe gemerkt, als ich den einen letzten da geholt habe, dass die ganze Anspannung abgefallen ist und zack ging der Puls auch wieder runter. Ich habe den letzten, also dem einen, den ich mit der Sparks erschossen habe, der lag ja dahinter oder neben dem Heuballen und ich habe so lange gewartet, bis der andere da hinten rumgelaufen ist. Und als er angefangen hat zu laufen, bin ich dann auch vorgelaufen, sodass er mich nicht laufen hört. Und habt ihr ja gesehen, dann bin ich ja da rangeschlichen. Und er dachte dann, er ist safe dahinter und könnte seinen Mate holen. Aber ich war ja natürlich schon da und habe ihn dann geholt. War die beste Alternative. Ich habe da lange, lange überlegt, was ich machen sollte. Und dann kam mir aber die Idee, da einfach hinzulaufen, wenn er dahin läuft. Und ich hatte Glück, dass er hinten rumgerannt ist. So, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Bin heute nicht online, aber morgen ab 14 Uhr. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ach, und vielen Dank an die ganzen Leute, die in den Chat geschrieben haben. Gut gespielt und so weiter. Hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Ich habe das so, währenddessen habe ich das gar nicht wahrgenommen. Das war, wie gesagt, die ganze Anspannung, das ganze Adrenalin im Körper, das war schon sehr heftig und da achtet man nicht so krass drauf. Und nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Kubi, für 1049 Bits, sensationell. Ja, am Sonntag ab 14 Uhr bin ich wieder online, live auf Twitch, was gibt's noch zu sagen? Und sonst wie immer 9:30 Uhr, morgen früh, nächstes YouTube-Video.
Und denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt ihr Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seit einer Bombenadresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull, Monster, kein Zucker, kein Scheiß, nur natürliche Inhaltsstoffe. Guckt es euch mal an, ich bin mega begeistert. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist verlinkt und jetzt habt einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch. Heute nicht, verdammt nochmal. Hab's wieder verpeilt. Aber morgen 14 Uhr auf Twitch. Haut rein, tschüss.